Ei, Gude. Ja, ihr kennt das da auch, wenn Post kommt, wo ihr nicht so richtig wisst, was ihr damit anfangen sollt. Also ich liebe die Post meiner Krankenkasse. Da kommt in schöner Regelmäßigkeit irgendwas, wo ich mich frage, hä? Was? Bin ich krank? Hä? Nee, was hat das jetzt? Naja, egal. Also jetzt kam zum Beispiel die Tage ein Schreiben zur Krebsvorsorge. Eine wichtige Sache, finde ich toll, dass man auch darauf hingewiesen wird. Schöner Prospekt dabei, wo alles erklärt wird und sowas. Und dem Anschreiben wurde dann unter anderem sich gleich dafür entschuldigt, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben dieses Schreiben auch an Menschen geht, ne, die schon an Krebs erkrankt sind und für die die Vorsorge gar nichts mehr bringt. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn das eine gesetzliche Vorgabe ist. Ne, zum A ist das doch scheiße für die Menschen, die sowas kriegen. Ne, ich hab's schon, dann wird mir gesagt, wie ich dann vorher hätte gucken können oder was auch immer. Ne, und dann überlegt man, was das an Kohle kostet. Einerseits hast du mal, Krankenkassen haben so wenig Geld, Beiträge müssen erhöht werden, dann werden sie aber gezwungen, so einen Mist zu verschicken. Ne, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Genauso, ich bin im Programm wegen Bluthochdruck und Diabetes, ne, mit extra Untersuchungen und hast du nicht gesehen, alles. Ne, und kriege in schöner Regelmäßigkeit Post von der Krankenkasse, wie ich Diabetes vorbeugen kann. Ne, oder wie ich einen Herzinfarkt, den ich schon hatte, vermeiden kann. Es ging dann immer übrigens los mit den Schreiben. Also die ersten Schreiben wegen Bluthochdruck und Vermeidung von Herzinfarkt habe ich nach dem Herzinfarkt gekriegt. Nach dem Herzinfarkt. Ne, und nachdem dann Diabetes bei mir festgestellt wurde, kamen dann die Broschüren, wie vermeidet man Diabetes zu kriegen. Nicht eine Broschüre, wie wird man es wieder los oder so. Ne, ich meine, das kriege ich sowieso mit den Ärzten. Ne, nee, ein Schreiben, wie kriegt man es erst gar nicht? Ich hab es doch, schick doch das vorher, wenn es denn schon nötig ist. Ne? So, manche sagen, können sie auch nichts für. Ne? Ich muss regelmäßig Formulare ausfüllen, ne? Wegen der Familienversicherung für meinen Sohn. Zudem habe ich aber seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo der wohnt, ne? Geschweige denn, was er macht. Und jedes Mal, wenn ich dann das Formular zurückschicke mit den Angaben, ich habe keine Informationen, ich kann nichts eintragen, kommt dann mehrmals nochmal das Schreiben und die Aufforderung, ich soll das doch bitte endlich abgeben, ich wäre gesetzlich dazu verpflichtet. Nervt, kapiert's doch. Und jetzt war ich dann die bei der Zweigstelle hier von unserer Krankenkasse, habe dann der netten Mitarbeiterin das nochmal erklärt, die wollte das dann auch nochmal eintragen, dass ich keine Angaben machen muss. Und vielleicht hat sich das dann endlich mal nach Jahren erledigt. Das geht schon jahrelang so. Meine Bengel ist volljährig. Was soll ich mich da noch drum kümmern, wenn er keinen Kontakt haben will, jeden Kontakt verweigert? Ich weiß doch eh nicht, was er macht. Also Krankenkasse, bitte, vielleicht kapiert er es diesmal. Aber der Hammer, das beste Schreiben, was auch schon mehrmals kam, war Anfang des Jahres, die neue Versichertenkarte kam. Die alte war abgelaufen. 10 Jahre Gültigkeit, eine neue Gericht, wieder 10 Jahre Gültigkeit. Ne? Da kommt automatisch, finde ich gut, brauchen wir da wenigstens nicht drum kümmern. Ne? So ungefähr 2 Wochen später kommt ein Schreiben von der Krankenkasse, ich möchte doch bitte mal ein aktuelles Passfoto einsenden, da meins ja schon über 10 Jahre ist, für die nächste Versichertenkarte, die dann in 10 Jahren ausgestellt wird. Jo, macht Sinn. Man könnte ja, wenn eine neue Karte fällig ist, vielleicht dann irgendwie mal so ein halbes Jahr, Vierteljahr vorher anfragen. Mensch, hier, wir haben nur ein altes Foto, schickt doch mal ein aktuelles, dann machen wir die neue Karte. Nein, wir machen mit dem 10 oder noch älter Jahre alten Foto eine neue Karte und sahen danach dann, aber für die nächsten 10 Jahren brauchen wir heute ein aktuelles Foto. Nicht, dass das dann ja auch schon wieder 10 Jahre alt ist. Die Aufforderung kam dann auch mehrmals. Ich habe das dann mal galant ignoriert, habe das dann jetzt aber in der Niederlassung auch mal angesprochen. Mitarbeiterin guckt, ja, nee, ach, dann warten wir damit noch ein bisschen, dann ist das egal, dann brauchen wir jetzt kein neues, wenn eine neue Karte da ist. Ey, warum schickt ihr mir dann 4 oder 5 mal eine Aufforderung, so ein blödes Bild dahin zu schicken, was ihr 10 Jahre archiviert? Ne, um dann, wenn eine neue Versicherungskarte kommt, dann 2 Wochen später zu merken, ach nee, das Bild ist ja schon wieder so alt, wir brauchen dann für in 20 Jahren ein neues. Ey, wie sehe ich denn in 10 Jahren aus? Vielleicht habe ich dann keinen Bart mehr. Ne, hier, die Haare werden auch immer dünner, vielleicht habe ich in 10 Jahren Glatze. Ne,
Ne? Vielleicht habe ich 20 Kilo abgenommen, ne? oder 30 Kilo zugenommen. Ne? Da weiß doch kein Mensch, wie ich in 10 Jahren aussehe. Ne? Und dann ist da wieder das alte Bild drin. Nee, das könnte man auch wirklich vorher machen. Ne? Und das ist dann Post, wo ich einfach nur genervt bin. Ne? Weil das kommt ja auch alles dann in Briefkasten, auf Papier und sowas. Ne? Digital geht da ja manches scheinbar nicht so. Ich meine, klar, das Foto könnte ich jetzt, ich kann mich daheim mit dem Handy vor einer weißen Wand fotografieren und darf das Bild dann einfach bei denen auf der Homepage oder was auch immer hochladen. Ne? Komisch, das geht dann wieder. Ne? Da ist da nichts mit Datenschutz, aber wenn man irgendwas haben will, wenn ich ein Formular von denen brauche, heißt es immer, das schicken wir mit der Post. Aus Datenschutzgründen dürfen wir das nicht per E-Mail schicken. Also spezielle Formulare, die jetzt nicht sowieso runterladbar sind. Ne? Aber das Ausgefüllte darf ich dann wieder per E-Mail einscannen, abfotografieren, darf es wieder per Internet schicken. Das ist dann wieder nicht Datenschutz. Naja, egal. Jedenfalls so viel zum Thema. Ich konnte wenigstens die zwei Sachen klären, ne? Dass ich jetzt kein Foto schicken muss, weil das total schwachsinnig ist. Und hoffentlich kommt jetzt nicht nächste Woche das nächste Schreiben mit dem Fragebogen. Trag mal ein, was du über jemand Daten, die du nicht kennst, weil du nichts mehr über den weißt, außer Name und Geburtsdatum. Okay, in diesem Sinne, nicht ärgern, wenn ihr Post kriegt. Vielleicht ist immer was Positives dabei. Ich hoffe immer noch drauf, dass die Krankenkasse mir meinen Gutschein für 10 Massagen schickt. Immer so ein halbes Jahr freier Eintritt in die Therme, in Whirlpool, damit ich meinem kaputten Rücken mal was Gutes tun kann. Aber sowas kommt ja nicht. Das ist ja egal. Ja, nicht ärgern. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Bis morgen. Was weiß ich. Keine Ahnung. Man sieht sich. Oder wir schreiben uns mal.